Volatilität ist ein geläufiges Fremdwort für Schwankungen an der Börse. Aktien schwanken, sie gehen hoch und runter wie nichts. Und das ist der Hauptgrund, warum Investoren Angst vor Aktien haben. Sie haben Angst, kurzfristig Geld zu verlieren. Und gleichzeitig ist es witzigerweise auch der Grund, warum man am meisten Geld an der Börse verdienen kann. Ohne Volatilität wäre für viele Investoren keine Chance, Geld zu verdienen. Wenn der Wert eines Unternehmens immer gleich dem Preis wäre, dann würde man niemals den Zeitpunkt finden, wo man günstig kaufen und teuer verkaufen kann. Und ich möchte dir hier mal einen ganz konkreten Beispielen zeigen, wie diese Volatilität nutzbar ist und wie absurd sie teilweise in den Gedanken der Menschen ankommt. Einen kleinen Einblick mal, wie Volatilität aussieht. Ich zeige dir hier mal einen ganz normalen Chart, ein Beispiel eines Chartes, und der ist leicht aufwärts gerichtet. Also an sich würde man sagen, ein gutes Investment. Und in diesem Chart, um die Volatilität zu berechnen, wird als erstes ein Durchschnittswert oder eine Durchschnittslinie sozusagen gezogen. Die habe ich hier mal eingezeichnet, und anhand dieser Durchschnittslinie sieht man nun, dass es offensichtlich Abweichungen nach oben und nach unten gibt. Und diese Abweichung ist dann die Volatilität. Es wird also der Durchschnittswert dieser rot eingezeichneten Linien hier genommen, und dieser Durchschnittswert repräsentiert dann, wie stark diese Aktie schwankt. Und man sagt also, je höher diese Schwankung ist, desto höher ist das Risiko an der Börse. Ich werde jetzt mal gleich noch auf konkrete Themen eingehen, auf konkrete Beispiele aus dem DAX. Und da wird es ganz spannend und deutlich, wie sinnlos eigentlich diese Einschätzung ist, dass Schwankung gleich Risiko ist. Und wenn dich solche Themen interessieren und du besser werden willst als einem Bankberater, dann geh jetzt den ersten Schritt und abonniere den Kanal. Ich freue mich, wenn wir zusammen den Weg gehen. Steigen wir mal direkt ein hier mit einem Chart von der Bayer. Wir haben ja so gesehen, dass da nicht besonders erfreuliche Renditen für Investoren in den letzten 5 Jahren herauskamen. Man ist also mit einem Minus aus diesem Investment herausgekommen und die Volatilität liegt bei 27. Ich möchte jetzt nicht weiter eingehen, was diese Zahl konkret bedeutet. Je höher die Volatilität, desto höher die Schwankung und dementsprechend würde man auch sagen, desto höher das Risiko. Ob das nun viel ist oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Wir wollen natürlich immer vergleichen mit anderen Werten. Und dazu schauen wir uns mal die Wirecard hier im Vergleich an. Da hat man also ordentliche Renditen hingelegt in 5 Jahren. Das ist jedem bewusst. Ja, ist auch eine bekannte Story. Und diese Wirecard hat eben eine Volatilität von 47, also 20 mehr. Das ist fast die doppelte Volatilität und man würde sagen, das doppelte Risiko. Und man sieht natürlich, die Schwankungen sind extrem. Es ging mal nach oben und mal nach unten. Das waren die ganzen Nachrichten, die über die Wirecard rauskamen, wo verschiedene Zeitungen, vor allen Dingen damals die Financial Times, ja, versucht hat, einen Skandal aufzudecken, der dann am Ende sich nicht wirklich bewahrheitet hat. Und so gingen dann die Kurse auf Achterbahnfahrt und das führte zu dieser hohen Schwankung. Gleichzeitig hat aber dieses Unternehmen viel mehr Rendite in 5 Jahren erzielt. Und jetzt stelle ich dir die Frage, ist das jetzt ein höheres Risiko, nur weil eine Schwankung da war, oder ist es eben eigentlich ein ganz normaler Bestandteil eines erfolgreichen Unternehmens, das auch mal schwanken kann? Und tatsächlich sehe ich persönlich das Ganze so, dass die Schwankung an sich kein Ausdruck für Risiko ist, sondern die Frage, ist das ein gutes Unternehmen oder nicht? Risiko ist vielmehr, ob das Unternehmen vielleicht eine schlechte Bilanzstruktur hat, ob das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Marktposition durchzusetzen, ob Konkurrenz am Markt tummelt, ob das Management vielleicht fatale Fehler macht und inkompetent ist. Das wären Risiken, die ein Unternehmen und wirklich Probleme bereiten können. Aber die Schwankung eines Aktienkurses hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist auch nicht so leicht vorstellbar, dass die Wirecard hier, dass die von einem Monat auf den anderen plötzlich irgendwie 50% weniger wert ist als vorher und danach dieser Wert wieder um 50% steigt. Also das ist natürlich nicht der Fall. Die Wertentwicklung des Unternehmens wird kontinuierlich sein, vielleicht mit schwachen Schwankungen, aber der Börsenkurs reagiert eben emotional mit den Investoren und dementsprechend ergeben sich natürlich an den unteren Enden immer wieder Kaufchancen, wo man also, wenn man von diesem Unternehmen überzeugt wäre, dann auch diese Situation nutzen können, dass man zu so einem Zusammenbruch der Kurse führt und gleichzeitig kann man dann eben auch an diesen Übertreibungen nach oben verkaufen. Ob das jetzt gerade günstig ist, das Unternehmen oder nicht, das sei dahingestellt. Das ist also hier keine Empfehlung für den Kauf von irgendeiner Aktie, sondern nur ein Beispiel, wie sich Volatilität auswirken kann. Achte also bei deiner Auswahl von Aktien viel mehr auf den Wert, den du dem Unternehmen zuschreibst. Kann das Unternehmen wachsen? Kann es seine Gewinne in Zukunft steigern? Und wird es mehr Marktanteile generieren und diese dann eben auch profitabel umsetzen? Das ist die wichtigere Frage. Und Volatilität
die Schwankung, die emotional entsteht, können wir dann eben auch nutzen. Vor allen Dingen im Vergleich zu Maschinen, ja, weil das Thema künstliche Intelligenz und automatisches Investment an der Börse immer wieder aufkommt. Und tatsächlich zeigt sich, dass sich hier Computerprogramme in der Regel sehr, sehr schwer tun, denn statistische Prognosen sind meistens ziemlich geradlinig beziehungsweise in einem allmählichen Verlauf. Die sagen also, der Wert des Unternehmens, den können die konkret berechnen, da sind sie wiederum sehr gut drin. Und die Schwankungen, die in diesem Wert entstehen, sind dann immer allmählich. Während Menschen dazu neigen, diese Nachrichten, die dann veröffentlicht werden, völlig zu überschätzen oder zu unterschätzen. Und dementsprechend zeigt sich, dass statistisch gesehen die Schwankungen von Menschen verursacht immer deutlich höher sind, als die, die Computer oder automatisches Handeln verursachen würden. Diese Übertreibung können wir nun nutzen und das kann der Computer wiederum auch nutzen. Aber wir als private Person haben eben die Chance, wenn Menschen emotional reagieren, dann für uns die richtigen Schlüsse zu ziehen, die sachlichen Entscheidungen zu treffen, ob das Unternehmen nun wirklich so übertrieben viel wert ist oder ob es tatsächlich heute 50% weniger wert ist als vor einem halben Jahr, nur weil der Kurs das impliziert. Ein weiterer interessanter Faktor ist, und das ist etwas, was wir unbedingt lernen müssen aus der Volatilität, ist, dass Schwankungen nach unten immer viel schneller geschehen als nach oben. Das heißt, diese Schwankungen, die wir sehen, die Hauptgründe für Volatilität und für eine hohe Volatilität sind meistens die Kursverluste, die durch negative Nachrichten entstehen. Und hier sieht man das mal prima am Chart. Ich habe mal den DAX hier eingezeichnet, ein paar Stellen rausgesucht, wo es einen stärkeren Verlust gab. Und das ist dann eine rot markierte Phase, dann, wenn es einen Verlust gab. Und die Aufholphase ist dann grün markiert. Und wir sehen, die Aufholphase ist immer viel, viel länger als die Verlustphase. Das heißt, Vertrauen wieder in einen Wert reinzubekommen, Vertrauen in den Markt zu bekommen, dauert länger als diese Schockreaktion, die kurzfristig entsteht. Und das zeigt uns eigentlich, dass diese Schockreaktion der Moment ist, wo wir immer günstig kaufen können. Und es zeigt auch, dass wir in diesen Schock nicht verkaufen sollten. Denn das größte Problem ist, wenn wir sehen, es fällt heute am Markt mal 4-5% zusammen und morgen vielleicht auch noch, die meisten Leute werden dann panisch, verkaufen an dieser Stelle ihre Aktien, statt zu sehen, dass sie jetzt eigentlich günstige Einstiegskurse bekommen und dann langfristig diesen Effekt wieder aufholen können. Und dann ist es auch egal, ob es übermorgen nochmal kurz fällt oder nicht, dann haben wir immer wieder neue Kaufchancen, die sich dann langfristig in steigenden Erholungsphasen wieder ergeben. Und wir müssen als Investoren unbedingt diese Lehre daraus ziehen, dass wir Nettokäufer werden. Das heißt, wenn wir langfristig von einem Unternehmen überzeugt sind, sollten wir günstig kaufen, wenn es die Chance dazu gibt und dann später nur bei Übertreibung wieder verkaufen. Also immer wenn wir eine etwas steilere Bewegung sehen, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir aufmerksam werden sollten auf diesen Kurs und auf die Reaktion, die der Markt dementsprechend auch macht. Also nochmal, nutze die Volatilität, um Kaufsignale zu bekommen und weniger, um Verkaufssignale zu bekommen. Verkauf sollte dann stattfinden, wenn der Unternehmenswert nicht mehr stark am Wachsen ist, wenn du kein Potenzial mehr in der Aktie siehst und nicht, weil es eine bestimmte Kursbewegung gab. Nutze auch eins dieser Videos, die ich dir einblende und gib mir einen Daumen nach oben da, wenn dir das Thema gefällt. Und ich würde mich super freuen, von dir einen Kommentar zu hören, ob du eher der Käufertyp bist oder ob du auch mal nervös wirst und panisch wirst. Lass es mich in den Kommentaren wissen und dann sehen wir uns gleich auch bei einem nächsten Video wieder. Bis dann, dein Gero.